Also wir sehen insbesondere bei zwei Gruppen, dass Zugangshürden zur frühkindlichen Betreuung sich ganz stark auswirken. Das sind zum einen Zuwanderer der ersten Generation, das heißt Eltern, die nach Deutschland zugewandert sind und ihre Kinder, die hier geboren sind, möglicherweise in eine Kita stecken wollen. Für die bestehen besondere Hürden. Und zum anderen aber gruppenübergreifend, egal ob die Personen Migrationshintergrund haben oder nicht, Personen mit niedriger Bildung. Ich komme aus Spanien, mein Mann kommt aus USA. Wir haben angefangen mit der Suche, als ich schon schwanger war, weil wir in der Presse oft gelesen haben, es ist sicherlich nicht einfach, einen Kita-Platz zu bekommen. Das war schwierig, weil es nicht so viele Plätze gibt, unter 3 Jahre, also für Kinder unter 3 Jahre. Und dann, man kommt nicht so einfach an die Informationen. Die Vodafone-Stiftung konzentriert sich in ihrer Arbeit auf die Frage, wie wir Hürden entlang der Bildungskette abbauen können. Wie können vor allem sozial benachteiligte Familien den Aufstieg sozusagen auf der Bildungsleiter eher schaffen? Wie können wir Hürden abbauen? Wie können wir auch die Institutionen interkulturell öffnen? Und das ist insbesondere in den frühen Phasen der Bildung ganz, ganz wichtig. Die Investitionen in frühkindliche Bildung amortisieren sich am meisten. Das Problem ist im deutschen Bildungswesen, dass die Investitionen sich bisher hauptsächlich tatsächlich auf die späteren Phasen konzentrieren. Wir haben dann aufgrund unserer Ergebnisse auch 4 Handlungsempfehlungen erarbeitet, die sich natürlich darauf stützen, dass gerade das für alle Eltern, aber insbesondere für Eltern mit Migrationshintergrund der ersten Generation und für bildungsferne Eltern die Hürden abgebaut werden müssen zur Kindertagesbetreuung, damit alle Eltern die Chance haben, zwischen Kita und Familie eben gut auswählen zu können und damit alle Kinder unabhängig ihres Bildungshintergrundes oder ihres Migrationshintergrundes die gleichen Chancen auf Bildung und soziale Mobilität haben.